Und ja, so sieht es aus. Es ist spiegelglatt, seht ihr das? Es ist glänzt, es ist voll super fein zum Angreifen, zum Putzen. Auch hier diese Arbeitsplatte, voll super. Ich habe jetzt noch keinen Test gemacht, wie das aussieht mit Hitze. Aber ich warte auch noch, weil durchgetrocknet ist die Boxe so nach 2 Monaten. Ich habe also da wirklich noch schöne Details überall. Toll, also auch hier oder auch bei der Kaffeemaschine. Also es hat schon einen Zauber. Inzwischen die Resonanz von den Menschen ist auch so, ich zeige euch das auch, das sind keine Löcher, das ist nur die untere Beschichtung, das kriegt eine Tiefenwirkung durch die zweite Klarbeschichtung. Passt natürlich super toll zusammen. Ja, und die erste Resonanz erzähle ich euch, die ist nämlich wunderbar. Da mache ich jetzt einmal zu. Es ist also nicht so dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich habe da einen Dimmer. Das finde ich ganz praktisch. Momentle. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Es ist immer so, wenn man es vorführt. Na, jetzt da. Jetzt da. Jetzt funktioniert es. Also die erste Resonanz von Menschen, die das ansehen, ist immer die: Wow, super klasse. Sowas habe ich ja noch gar nie gesehen. Das ist eine volle individuelle Küche, eine Künstlerküche. Das kann man jetzt in groß wie in klein machen. Ich habe jetzt halt nur da eine kleine Küche. Ich habe ja auch noch zusätzlich hier einen kleinen Tisch. Und den habe ich auch noch mit der Boxe beschichtet. Das ist ja wirklich nur, dass man da mal einen Kaffee trinken kann in meinem Atelier. Und absolut glatt, wirklich komplett. Das sieht nur so aus. Das ist durch 2 Beschichtungen spiegelglatt. Super zum Putzen. Ja, und sie sind begeistert. Tatsache war, sie sind begeistert von dieser Küche, von diesem speziellen ja, Farbe und Material und natürlich hat sie Charme. Also wirklich, sie sind alle begeistert bis jetzt. Gefällt mir natürlich ganz, ganz gut selber. Bin sehr glücklich, dass mir das gelungen ist. Ja, wenn ihr natürlich auch so ein Projekt machen wollt, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß.